Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Auf meinem Kanal am 18.05.2020. Heute ist Montag. Heute war Claudia da. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil ich keine Idee hatte, worüber und weil Wochenende war und einfach nichts los war. Und heute war, wie gesagt, Claudia da. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben über ihre Familie geredet und so. Und darüber, dass ich denke, dass das mit der Schule, mit dem Nachholen des Stoffes noch einige Zeit dauern wird. Und dass es da sicher einige aufstellen wird bei den Prüfungen und so. Was jetzt nachgeholt werden muss und fürs Zeugnis und so. Und dass es überhaupt irrsinnig ist, dass man alle Schüler wieder in die Schule holt, sondern einfach mit den Endklassen weitergemacht hätte, also mit den Matura-Klassen, mit den von Unterstufe zur Oberstufe, mit den von Grundschule zur Hauptschule, Mittelschule. Und dass man die hätte weitermachen sollen oder jetzt wieder weitermachen sollen und die anderen überhaupt zu Hause lassen, damit diese Begegnung am Schulweg und in der Schule gar nicht so viele Leute trifft und die Ansteckung damit nicht so hoch ist, wenn jemand krank ist. Und da wäre auch weniger Lehrereinsatz notwendig gewesen, als wenn jetzt jeder Tag, jeder Schüler jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag Schule hat. Und das wäre weniger Aufwand gewesen, aber natürlich, wenn alle, die zwischen den Stufenwängen die Klasse wiederholt hätten, wäre nicht genug Platz für neue Erstklässler und das ist halt auch schwierig. Also nach den Sommerferien und insgesamt haben die Schüler jetzt von der Grundschule oder von der Hauptschule noch 15 Tage Schule bis zu den Sommerferien, weil sie ja nur 2 bis 3 Mal in der Woche in die Schule gehen. Oder nur 2 Mal eigentlich. Und das ist wenig sinnvoll und dass man dann was von den Sommerferien oder den Weihnachtsferien streicht, um Stoff nachzuholen, wäre die logische Konsequenz. Aber das wünsche ich den Schülern natürlich auch nicht. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Und dass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss. Und ja, es ist nur für alle Eltern schwierig, die Grundschüler und Hauptschüler und überhaupt Schüler Kinder noch zu Hause haben und schulpflichtige Kinder. Aber es ist schwierig. Und ich weiß nicht, ob das die Situation besser macht, wie es jetzt geregelt wird. Aber naja. Mit Claudia hatte ich, wie gesagt, viel Spaß. Wir haben uns Musikvideos angeschaut und getratscht und waren ein bisschen draußen. Heute ist extrem schönes Wetter. Ja. Wann kommt Sonja wieder? Darauf freue ich mich. Ich hoffe, ich habe dann auch genug zu erzählen. Morgen Mittag muss ich Katheter wechseln. Ich mache schon seit 4 Tagen Antibiotika. Und ja, morgen haben wir nicht so viel zu tun, weil meine Nägel noch immer gehalten haben. Zumindest bis jetzt. Ich hoffe, ich verschreie sie nicht. Aber das Wetter soll ganz schön werden, dann gehen wir wieder raus.
Und ja, man wird morgen sehen, was wir machen. Sonst geht's mir ganz gut. Ich hatte zwar ein bisschen Abendknick, aber jetzt ist es wieder besser. Stimmungsmäßig ist es halbwegs okay. Schwankt ein bisschen und aber relativ stabil dafür, dass es schwankt. Schwankt nicht ständig und nicht so abrupt, sondern eher langsam und mit Vorzeichen. Und deswegen sage ich, es geht halbwegs. Ich möchte ab nächste Woche das Effektin absetzen. Das wollte ich eigentlich diese Woche schon machen, aber ich habe es vergessen. Und jetzt habe ich die Woche schon angefangen und möchte sie auch noch zu Ende nehmen. Und ab nächster Woche dann das Effektin wieder absetzen oder verringern oder je nachdem. Und dann mal gucken, wie es mir geht mit der Müdigkeit und so. Weil ich glaube, da macht schon viel das Effektin aus. Und heute bin ich um 7:30 aufgestanden. Oder um halb neun bin ich aufgestanden. Um 7 habe ich meine Mutter geschrien. Und sie hat gesagt, ich soll noch ein bisschen liegen bleiben, bis sie gefrühstückt hat und den Hund gefüttert hat. Und dann darf ich aufstehen und das war 8:30. Sonst ist heute nicht viel passiert. Mein Vater ist im Dienst und ruft mich um 8 an. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Es war wieder mein Video. Wir haben das letzte Mal für die MOMAG geschrieben, Claudia und ich. Ich habe aber noch keine Rückmeldung. Und somit verabschiede ich mich aus dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ciao, Arines.